Ja, hallo, meine Lieben. Kassetten und Spulen, Thomann-Freunde. Ja, hier habe ich eine Reel-to-Reel-Kassette von ICE. Ja, das ist eigentlich meine einzige, die ich in meiner Sammlung habe. Aber jetzt habe ich mich gerade auch gewundert. Wir lesen ja, dass es hier um sich eine Ferrokassette Typ 1 handelt. Aber wenn wir hier gucken, haben wir hier eine Kodierung für Typ 2 oder 70 Mikrosekunden. Ich weiß nicht, ob da auch vielleicht schon irgendeiner da rumgebastelt hat. Ja, wollen wir die mal auflegen. Jetzt habe ich die in meine Bank- und Olufsenanlage angelegt. Da sieht man das richtig deutlich, das schöne Drehen. Aber so ein bisschen ist die auch nicht so ganz so gut. Jetzt wollen wir uns einfach mal das Spulen mal anhören. Jetzt tun wir mal stoppen. Vorhin war das ein bisschen lauter. Mal rückwärts. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass die auch so ein bisschen leiert, sobald das am Ende ist. Machen wir mal ganz kurz laut wegen der GEMA. Und jetzt auf jeden Fall ist sie auch nur zu empfehlen, so für mehr für die Optik. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann habt ihr mal meine einzigste Reel-to-Reel-Kassette gesehen. Mehr habe ich noch nicht. Ja, die wird jetzt quasi einfach nur zur Deko. Bleibt die da drin? Einfach so zur Deko. Ciao.